Moin zusammen. Heute geht es um das Thema Decals, das heißt die kleinen Abziehbilder auf Modellen, die ihr vielleicht kennt. Die kann man auch selbst gestalten und das werden wir heute machen. Das heißt, wir behandeln die Fragen, wo bekomme ich überhaupt Vorlagen dafür her? Wo bekomme ich das richtige Papier her? Was muss ich beim Druck beachten? Und wie bekomme ich das Ganze aufs Modell? Gehen wir doch als erstes der Frage nach, wo bekomme ich überhaupt Vorlagen für eigene Decals her? Das geht relativ einfach. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel eines Warnschildes. Also, ihr schnappt euch Google und sucht nach Warnschild. Entweder geht ihr dann auf die Bildersuche oder ihr habt eben direkt vorher auf der ersten Seite schon was, was euch gefällt. Wir nehmen jetzt mal dieses Durchgang-Verboten-Schild für unser Beispiel. Und da klickt ihr euch einfach durch, bis ihr das Schild alleine seht und dann geht ihr auf Bild kopieren. Das geht auch mit der Taste STRG Steuerung und C, also kopieren. Und dann nutze ich als nächstes PowerPoint. Da hat natürlich jeder Tools, die er nutzt. Ich nutze gerne PowerPoint, weil ich damit relativ einfach und schnell ganze Seiten als Druckvorlagen erstellen kann. Also hier geht ihr auf Einfügen und da gibt es verschiedene Optionen. Dann nehmt natürlich dann eine ganz normale. Geht auch per STRG, Steuerung und V. Und dann habt ihr in PowerPoint jetzt schon euer Durchgangsverbotenschild. Das Erste, was wir jetzt machen können, das seht ihr oben links schon, ist diese Möglichkeit, das Ganze freizustellen. Das heißt, dass ich eben auch keinen weißen Hintergrund mehr habe. Das schlägt er mir hier schon so vor. Das kann ich aber auch von Hand, seht ihr jetzt hier nochmal, nachzeichnen. Und wenn ich diese Funktion nutzen möchte, gehe ich einfach auf Änderungen beibehalten. Und jetzt seht ihr, hat sich das ganze Bild verändert. Findet ihr oben links in oder findet ihr oben im Format Bildformat in der Leiste. Heißt, es gibt diesen Punkt Bildformat. Sehen wir jetzt auch, wenn wir diesen blauen Balken dahinter setzen. Unser Bild ist jetzt quasi transparent. Wir haben also keinen Hintergrund mehr und hätten wir jetzt ein blauen Hintergrund, auf dem wir das Schild zum Beispiel am Ende aufkleben möchten als Decal, wäre das eben auch durchsichtig. Das geht über diese Funktion Freistellen. Nächste Frage ist natürlich immer die Größe. Wie groß soll das Ganze sein? Das hängt einerseits natürlich von dem Modellmaßstab ab, mit dem ihr arbeitet, andererseits aber auch für euer Bauchgefühl natürlich immer, was wollt ihr darstellen. Da muss man sich ein bisschen reinfinden. Also Tipp, druckt einfach irgendwas aus, wenn ihr ein Gefühl dafür habt. Und sagt, okay, das ist jetzt so zu klein, zu groß. Also probiert es einfach ein bisschen aus und dann werdet ihr irgendwann ein Gefühl dafür haben. Ich habe ja jetzt hier dieses gelbe Warnschild als großen Vergleich. Das habe ich schon mal gemacht gehabt. Da weiß ich, das hat die richtige Größe. Und dann kann man das ja relativ einfach und schnell kopieren. Dann seht ihr auch, auf einer ganzen Seite wirkt das dann plötzlich deutlich, deutlich kleiner natürlich. Das war jetzt ja ein Beispiel, was man machen kann. Ich würde euch gerne noch ein paar andere Sachen zeigen, dann nehmen wir mal ein anderes Beispiel für. Und zwar nehmen wir ein Logo der Firma Aral. Und da geht man hier zum Beispiel auf Werbung Aral Alt. Dann bekommt man hier viele, viele Bilder, kann also auch ganz andere Dinge nehmen. Und wir nehmen dieses alte Aral BV Logo für unsere Fälle mal. Wenn wir hier hingehen, seht ihr auch, das hat so ein schwarz-grau, weiß-grau gekachelten Hintergrund, dieses Logo. Das heißt, es ist schon freigestellt. Seht ihr jetzt hier. Ja, also das hat keinen weißen Hintergrund. Ist top geeignet für unsere Zwecke also. Und soll natürlich ein bisschen größer sein als das kleine Warnschild. Kopieren wir das Ganze, haben wir zwei. Und jetzt gibt es ein paar coole Funktionen, die ich euch hier mal zeigen möchte, was man machen kann. Also Bildformat ist euer wichtigster Tab an der Stelle. Und zwar geht ihr dann hier auf Farbe, das ist das Erste, und da kann man ganz, ganz einfach und schnell solche Bilder einfärben. Das heißt, wenn ihr was habt, da passt euch die Farbe aber nicht, könnt ihr hier hingehen, könnt ihr eben zum Beispiel auf Hellblau gehen, könnt ein grünes Aral-Logo machen, was auch immer ihr euch wünscht. Das gibt es. Es gibt die Farbsättigung, die Farbtöne und ihr könnt auch im unteren Bereich da weitere Varianten, war da zu sehen, eigene Farben definieren. Auch wichtig zum Thema Alterung und Darstellung, künstlerische Effekte.
seht ihr hier, müsst ihr einfach mal die verschiedenen Sachen und Möglichkeiten ausprobieren, die es da gibt. Und es gibt gerade in der oberen Leiste oder im oberen Bereich dort mit Weichzeichnen und solchen Sachen die Möglichkeit, hier auch gewisse Alterungseffekte schon in dieses Decoy reinzubringen. Also zum Beispiel, hier seht ihr es jetzt ja mit der Bleistiftfunktion, was ich euch gerade zeige, seht ihr, das sieht dann schon so ein bisschen abgenutzt aus, das, was ihr am Ende dann auch ausdruckt als Decoy. Also da habt ihr ganz, ganz viele Möglichkeiten. Bildformat oben als Tab hilft da unglaublich weiter. Der wird im Regelfall nur aktiv, wenn ihr dieses Bild auch vorher markiert. Ja? Also der ist nicht dauerhaft dann da. Also wir bauen ja hier mal ein bisschen rum. Das Ganze ist jetzt grün, schwarz. Probiert es einfach aus, was euch gefällt. Das Coole daran ist, ihr könnt ja jederzeit immer zurückgehen. Also es gibt ja immer den Zurückpfeil oben links, beziehungsweise die Tastenkombination dafür, sodass ihr immer wieder zurückgehen könnt und hier auch tatsächlich nichts kaputt machen könnt. Also müsst ihr einfach ein bisschen ausprobieren, was euch gefällt und was ihr hier auch am Ende erreichen wollt, müsst ihr natürlich wissen. Also ich habe das hier jetzt beides ja ein bisschen angepasst. Und sobald ich dann damit zufrieden bin und sage, so soll das Ganze dann aussehen, probiere ich es aus, indem ich es als erstes ganz normal auf einfachem Druckerpapier ausdrucke, mir anschaue, von den Größen her passt das, von den Farben her geht das in die Richtung, was ich mir wünsche, alle diese ganzen Sachen. Ich glaube, dass vieles von dem, was ich euch gerade zeige, auch möglich ist mit anderen Tools natürlich. Gerade die Bildbearbeitungstools wie Photoshop oder sowas, die sind natürlich dafür auch prädestiniert. Ja. Aber PowerPoint bietet eben diese Funktion sehr, sehr einfach. Also ihr seht hier auch in diesem Bildformat-Tab gibt es da noch so Formatvorlagen. Da kann man das Ganze jetzt natürlich wie so ein Foto darstellen. Man kann aber im Endeffekt auch das Ganze als 3D-Objekt im Raum verschieben. Das zeige ich euch auch als nächstes dann gleich nochmal. Also wir können nicht nur einen Rahmen machen, sondern ihr seht es hier schon, wir können so eine Drehung reinbringen, wir können Schatten reinbringen oder wir können das Ganze eben auch mit einem Rahmen zum Beispiel versehen oder als 3D-Objekt, was ich gesagt hatte. Dann sieht das so aus. Alles über Bildformat und dann habt ihr das oben in dieser Kastenleiste quasi mit den verschiedenen Symbolen. Und da kann man das natürlich auch nochmal ganz anders darstellen. Ja, und ab da müsst ihr es einfach nur noch ausdrucken und dann funktioniert das. Der zweite Punkt ist dann natürlich das Papier. Und zwar findet ihr da online mit dem Titel Waterslide Decal Transfer Papers verschiedene Varianten. Verlinke ich euch unten auch nochmal zu Amazon, könnt ihr euch aber auch sonst wo im Netz raussuchen. Es gibt transparent und es gibt weiß. Was ist der Unterschied? Der Hintergrund. Transparent heißt also, es wird wirklich klar abgezogen am Ende. Weiß heißt, wir haben einen weißen Hintergrund. Wer sich da nichts drunter vorstellen kann, das werden wir gleich auch noch sehen. Wichtig ist, wenn ihr einen dunklen Hintergrund habt, auf dem ihr arbeiten wollt, braucht ihr weiß. Heller Untergrund, dann geht auch transparent. Da ist eine Anleitung dabei, die ist eigentlich ganz lustig, weil die 9 Schritte hat. Im Endeffekt, ja, print the picture, sucht euch das raus, was ihr haben wollt, ausdrucken und dann gibt es den wichtigsten Punkt und zwar braucht ihr eine Sprühdose mit, aus meiner Sicht, Mattlack. Das kommt da drüber und ab da geht's, wenn das getrocknet ist, eigentlich ganz normal weiter. Nur backen tun wir das nicht, damit es am Ende auch Sinn macht. Und wir nicht unser Modell dann am Ende im Backofen verschandeln. Bis auf das mit der Sprühdose werden wir jetzt die Schritte hier auch gemeinsam durchgehen, bis wir das fertige Decal auf dem kleinen Modell, also auf unserem kleinen Multiscan oder zukünftigen Multiscan-Wagen, den ihr da oben seht in der Ecke, haben. Ihr seht, ich habe das hier schon ausgedruckt, habt ihr vielleicht eben auch auf den anderen PowerPoint-Seiten schon gesehen. Ich habe es auch markiert dann nochmal mit TR für transparent und W für weiß. Ja, generell, was funktioniert super mit transparent? Wofür braucht man das? Zum Beispiel für solche Logos wie jetzt hier von der DSB, die ich damit auf einen hellen Hintergrund super übertragen kann. Und sie sind dann eben transparent. Für
unseren Fall, wenn ich jetzt hier das mit dem weißen Hintergrund nehme, habe ich halt immer was, wenn ich zum Beispiel weiße Schrift habe. Ihr könnt nicht in weiß drucken, hier auch in dem Multiscan. Und dafür braucht ihr eben einen weißen Hintergrund. Die hellste Farbe, die euer Drucker hat, ist gelb. So, was brauchen wir noch? Wie immer unser kleines Pinzettenset, das wir sowieso als Helfer im Modellbau natürlich haben. Und einfach nur ein bisschen lauwarmes Wasser. Das ist jetzt wie die Abziehbilder vom Revell-Modell nichts anderes. Nur, dass ihr dafür verantwortlich seid, dass die eben auch ordentlich ausgeschnitten sind. Das heißt, wenn wir hier das Weiße nehmen und wir wollen ja ein Multiscan-Schild auf diesen Wagen raufbringen, müssen wir natürlich sehr, sehr genau arbeiten, da alles um das Rot ausgedruckte natürlich weiß bleibt. Genau wie eben auch der Hintergrund von diesem Logo dann weiß ist, dass die weißen Anteile in der Schrift eben auch richtig zum Tragen kommen. Also, wir werden jetzt erstmal gemeinsam hier ausschneiden, natürlich so genau wie möglich, und dann im nächsten Schritt dahin gehen und das Ganze auftragen auf das Modell. Gehe ich hier nochmal ein, ganz kurz für euch, auf das Thema weiß-transparent. Wir werden es gleich auch nochmal ausprobieren, wie sind die Unterschiede, was sieht man da. Ich habe natürlich am Anfang gedacht, ganz schlau, dann drucke ich halt hellgrau, ist ja fast weiß. Also man steht ja manchmal auf dem Schlauch und natürlich hellgrau ist ja nichts anderes als einfach ein paar schwarze Pigmente in einer sonst nicht bedruckten Fläche, da der Drucker eben keine weiße Tinte hat. Und ich war dann ein bisschen konsterniert am Anfang, weil ich dachte, ich habe doch hellgrau gedruckt, wieso funktioniert denn das nicht? Bis ich dann einmal drüber nachgedacht habe. Also damit ihr den Fehler nicht macht, wenn ihr nicht vorher drüber nachdenkt, kauft euch einfach beides, dann habt ihr beide Optionen, je nachdem, was ihr machen wollt. Und wenn euch das ein bisschen zu teuer ist oder ihr nur eins von beiden machen wollt, dann nehmt das Weiße, damit habt ihr aus meiner Sicht mehr Möglichkeiten. So, ihr seht schon, wie das hier funktioniert. Also echt eine coole Sache dafür, dass man einfach Papier nimmt, da Mattlack aus der Sprühdose nach dem Druck rüberhaut, dann ein bisschen wartet. Hätte ich nicht gedacht, dass das so einfach und cool geht, aber ihr seht hier, es funktioniert. Und schon haben wir ein sauberes, cooles Decal auf unserem Wagen drauf. Wir hatten eben in den Ansichten in PowerPoint vom Monitor dieses kleine Warnschild gesehen und wir werden jetzt anhand von diesen Warnschildern, die auf den Multiscan-Wagen hier noch mit drauf sollen, mal den Unterschied testen für euch zwischen transparent und weiß. Das heißt also erstmal schneide ich natürlich dann die verschiedenen Testobjekte hier aus. Das heißt, wir haben die kleinen Dreiecke für weiß und transparent, die ausgeschnitten werden. Und die bringen wir gleich gemeinsam hier auf den Wagen aus. So, da haben wir die ersten beiden, die legen wir schon mal schön nach da oben. Und dann schnappen wir uns den anderen Bogen und haben jetzt die weißen. Schneiden uns also hier auch wieder zwei Stück aus. Und dann werden wir das Ganze mal ausprobieren. Generell, ich habe relativ viel von dem Sprühlack verwendet, habe also dann auch manchmal zwei, drei Schichten quasi oben drauf gemacht. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Ich dachte, ich gehe einfach auf Nummer sicher. Jetzt bei dem letzten Bogen, den ich ausgedruckt habe, habe ich ein bisschen weniger verwendet. Das hat auch funktioniert. Ich weiß nicht, wo die Untergrenze liegt. Das kann ich euch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wo die Obergrenze liegt. Probiert es einfach aus. Wichtig ist, es muss schon eine ordentliche Schicht einmal draufgesprüht sein von diesem transparenten Lack. Weil ich glaube, das ist das, was wir da eigentlich gerade gemeinsam mit der Farbe auftragen. So, jetzt habe ich die hier beiden eingeweicht und jetzt zeige ich euch mal den Unterschied. Da soll das Warnschild am Ende hin. Es ist schon verschiebbar. Und das Erste, was wir jetzt hier aufbringen, ist das Transparente. Das seht ihr auch, man sieht das kaum. Also wenn ihr euch das anguckt, das Schild verschwimmt da quasi, weil die hellste Druckfarbe, die wir haben, ist eben das Gelb. Und es lebt alles davon, dass es diesen weißen Hintergrund hat. Jetzt im Vergleich dazu, das Schild mit dem weißen Hintergrund, ihr seht es auch, wenn es unscharf ist, ist es deutlich farbintensiver schon mal. Und wenn wir jetzt hier hingehen und das daneben aufbringen, wird der Unterschied nochmal natürlich richtig, richtig klar für euch. Warum brauche ich eben
weiß und transparent für die unterschiedlichen Hintergründe. Das war's für heute auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diesen Einblick einfach mal zu bekommen, wie ich von quasi nichts am Bildschirm zu einem eigenen fertigen Decoy komme mit dem richtigen Papier. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr andere Ideen habt, eure eigenen Methoden dazu habt, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare rein. Soweit für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.